Hallöchen, ihr Lieben, nach 4 Wochen Pause ganz herzlich willkommen zurück zum neuen Food Diary. Ja, es tut mir leid, dass so lange keine Videos kamen. Ich sag's ganz ehrlich, bei mir war so ein bisschen irgendwie die Luft raus nach diesen ganzen Jahren Food Diaries. Aber ich habe euch trotzdem so ein bisschen was mitgefilmt. Das ist jetzt nicht ganz richtig in der Reihenfolge und es bildet auch nicht eine Woche ab, sondern ich habe euch einfach mal so ein paar Tage gezeigt, aus den letzten 4 Wochen sozusagen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Hallöchen, zum Frühstück gibt es für mich heute griechischen Joghurt mit frischen, leckeren Erdbeeren, Kokosraspeln und zuckerfreien weißen Schokodrops. Hallöchen, ich mache jetzt meine Mittagspause und habe mir hier so einen kleinen, feinen Snackteller gemacht mit noch ein paar Erdbeeren. Dann haben wir hier Walnusssalami am Stück und 2 verschiedene Sorten Käse. Hier vorne, das ist Kümmelkäse. Und da hinten habe ich noch eine Scheibe, ich vergesse immer den Namen von diesem Käse, Chili-Pfefferkäse. Genau. So, anstatt meines Nachmittagskaffees gibt es jetzt für mich ein Glas Schokomel. Richtig geil, habe ich entdeckt beim Einkaufen, gibt es jetzt, steht auch neu drauf, in Zucker. Frei, also 0% Zuckerzusatz. Wie geil ist das denn? Und für alle, die es interessiert, das hat übrigens auf 100 Milliliter 49 Kalorien. Kann man mal machen, ne? So, für mich gibt es nochmal als kleinen Snack einen meiner liebsten Riegel, den Waffelriegel von De Bron. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte euch auch hier Bescheid sagen, dass ich nochmal für euch bei Proteinprojekt jetzt einen 15% Rabattcode habe. Der gilt noch bis zum 8. Bei Proteinprojekt, da bekommt ihr ganz, ganz viele verschiedene Marken, angefangen von ganz vielen Zuckerprodukten. Dann GUT7, wo ihr die leckeren Proteinchips bekommt und die Tortilla-Wraps mit reduziertem Kohlenhydratanteil. Dann habe ich neu für mich entdeckt von Heimatgut die Meersalz-Kartoffelchips. Die sind auch sehr lecker, kann ich euch sehr empfehlen. Und ja, ich bin ansonsten ja großer Fan von den Hey-Riegeln. Da habe ich mir jetzt mal von den Hey Bite, Natural, also Hey Natural Bite, das sind die Nussriegel, 3 verschiedene Sorten bestellt, die ich am liebsten mag. Einmal mit Chocolate and Nuts, dann hier diese Roasted Nuts, sind auch sehr lecker, und Crunchy Peanut. Und ansonsten habe ich jetzt auch nochmal zum Testen die M&M-Riegel bestellt. Nochmal nachbestellt die Choc Wafer, das sind diese Low-Carb-Waffelriegel mit Schokolade, auch richtig lecker. Hier seht ihr nochmal von den Crispy Protein Bar meine 3 Lieblingssorten, die sind auch Low-Carb-tauglich, genauso wie die Lakritze. Von De Bron Sweet Licorice ist meine Lieblingssorte. Und ja, wenn ihr dort was sparen möchtet, ich habe euch das in der Infobox verlinkt. Dann geht einfach auf den Link und dann auf Rabatt aktivieren und dann könnt ihr 15% bei Proteinprojekt sparen. Ich habe uns hier heute einfach einen wunderbaren großen Salat gemacht mit einem Joghurtdressing. Da ist eigentlich alles Mögliche drin, was noch so im Kühlschrank war. Halt so diese Romana-Salatherzen, Mozzarella-Kügelchen, Gurke, Möhre, Paprika, dann ist noch eine Dose Thunfisch drin und ein bisschen Schnittlauch, genau, und Mais. Hallihallo, guten Morgen. Ich hatte Bock auf was Schokoladiges, von daher gibt es eine halbe Packung Halbprotein-Schokopudding, das sind 200 Gramm, getoppt mit einer Kiwi, den restlichen Erdbeeren, Kokosraspeln und ein paar Sonnenblumenkernen. Hallihallo, ich mache hier Mittagspause und habe 2 Scheiben Low-Carb-Knäckebrot und rechts hier nochmal eine große Scheibe Kümmelkäse und hier diesen leckeren Walnusskäse von der Theke und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Nachmittagsriegelchen und Nachmittagskäffchen gibt es jetzt hier um 14:45. So, Dille, ich habe hier noch einen kleinen Snack. Aus dem Adventskalender noch ein paar Pistazien und die werde ich mir jetzt noch einverleiben. Es gibt was zu essen, was Leckeres zu essen. Wir haben nochmal bei dem geilen Burgerladen bestellt, den wir neulich aufgetrieben haben. Habt ihr ja, glaube ich, im vorletzten Food Diary gesehen. Und zwar einmal Mozzarella-Sticks, dann Zwiebelringe, so als Beilage. Und dann haben wir jeweils noch einen Burger mit Pommes. Für mich hier so einen dicken, fetten Cheeseburger mit Steakhouse-Pommes. Und für den Hasen, glaube ich, einen mit Bacon. Lecker, lecker. Guten Morgen. In etwas Ermangelung an Zeit esse ich jetzt zum Frühstück einen Riegel. Und zwar heute mal den hier, den Nussriegel mit Mandeln und Sea Salt. Also Meersalz.
So, ich snacke jetzt, zack, noch ein Riegelchen hinterher, den Caramel Peanut. Zum Mittagessen gibt es jetzt für mich so eine kleine Portion Sushi aus dem Supermarkt. Die machen das da frisch mit Lachs und Avocado. Hallo, so Vorspeise, heute eine Portion Frittiertes. Na, natürlich war gestern noch was über. Vielleicht kennt ihr das ja. Hungrig bestellen ist wie hungrig einkaufen. Der Hase regt sich auch immer auf. Was bestellst du so viel? Aber nun ja. Auf jeden Fall sind das noch die restlichen Zwiebelringe und die Mozzarella-Sticks. Die habe ich jetzt eben nochmal in die Pfanne gehauen. Und die werden wir jetzt so vorweg snacken, vor was auch immer. Das wissen wir noch nicht so genau. Ich sag mal so, der ein oder andere hat sich's wahrscheinlich schon gedacht, wenn das schon so anfängt mit der Vorspeise. Heute war unten im Imbiss Currywurst-Pommes-Tag, 5 Euro. Da haben wir mal zugeschlagen und genau, das gibt's dann jetzt. Guten Morgen, heute gibt's nochmal High-Protein-Schokoladenpudding mit einer Kiwi und Kokosraspeln. Was genau spricht eigentlich mal gegen ein Eis um 11:15 anstatt einem Riegel? Nix, oder? Genau, sehe ich auch so, deswegen gibt's jetzt ein leckeres Snickers-Eis. Hallöchen, so als kleinen Snack gibt es jetzt hier so zwei Kaminbeißer. Ich habe die, glaube ich, im Lidl entdeckt, habe ich in verschiedenen Sorten mitgenommen. Die schmecken richtig gut. Und fast vergessen, heute ist ja Dip-Donnerstag. Ich habe hier also noch einen leckeren Dip gemacht. Und zwar ist das eine Bärlauch-Ricotta-Creme. Das Rezept poste ich euch auch heute. Ich kann es euch aber auch gerade eben sagen: 250 Gramm Ricotta. Das ist ja italienischer Frischkäse so in der Art. Einen guten Schuss Milch, Spritzer Zitronensaft, Salz, Pfeffer und dann ungefähr 50 Gramm Bärlauch, entweder ganz, ganz fein gehackt oder durch den Mixer gejagt, das Ganze vermischt und es ist super, super lecker. Heute Abend gibt es deftig, einfach ganz easy peasy in der Pfanne gemacht, Sauerkraut mit Kassler und für mich ein bisschen Chili-Senf dazu. Hello, zum Frühstück gibt es heute für mich zwei Scheiben Low Carb Knäckebrot mit dem Walnusskäse und scharfer italienischer Salami. So, ich habe noch leckeren Rhabarberkuchen von meiner Mama übrig und da gönne ich mir jetzt ein Stück zum Mittagessen. Also ich glaube, langsam können wir hier eine Kundenkarte kriegen bei dem Burgerladen oder besser nicht. Auf jeden Fall haben wir da wieder bestellt, wie ihr seht, Cheeseburger mit Pommes für mich. Hallöchen, das ist mein heutiges Frühstück und zwar griechischer Joghurt, 250 Gramm mit einer Kiwi, Sonnenblumenkernen, Kokosraspeln und mal wieder Pistazienmus, habe ich jetzt länger nicht mehr gegessen. So, hier gibt es jetzt ein Riegelchen als kleinen Snack. Ups, fast vergessen zu filmen. Ich snacke jetzt noch ein Mettwürstchen oder ein Pfefferbeißer, so heißt er, glaube ich. Heute Abend gibt es einfach mal, ich hatte da so Bock drauf, konnte ich beim Einkaufen nicht dran vorbeigehen, Fischstäbchen mit Pommes und Remoulade. Jetzt wird erstmal gefrühstückt, ein Rest griechischer Joghurt mit Kokosraspeln, Kiwi und zuckerfreien Schokodrops. So, für mich gibt es jetzt ein selbstgemachtes, kalorienarmes Kokosnusseis. Das hatte ich vorhin gemacht, genau, so als kleinen Nachmittagssnack. Huhu, so, ich mache mir jetzt ein flottes Abendessen. Ich hatte mir neulich vom Einkaufen hier diesen Kaitumer Räucherlachssalat bestellt von meinem Lieblingsinselchen Sylt. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich toaste mir jetzt gerade noch ein Low Carb Röstzwiebelbaguette auf und werde das dann dazu essen. Ja, so sieht's aus. Ich habe es eben schon mal probiert. Schmeckt auf jeden Fall und das lasse ich mir jetzt als Abendessen schmecken. Hallöchen, guten Morgen. Breakfast today ist wieder griechischer Joghurt mit gefrorenen Himbeeren, gerösteten Kokoschips und zuckerfreien weißen Schokoladendrops. So, Hallöchen, ich mache jetzt meine Mittagspause und es gibt ein Low Carb Walnussbrötchen. Belegt habe ich mir das mit dem vegetarischen Schinkenspicker mit Schnittlauch von der Rügenwalder Mühle. Also ich finde bei dieser Wurst, ich probiere ja schon mal so vegetarische Varianten, da merkt man wirklich nahezu keinen Unterschied zu dieser normalen Mortadella oder wie auch immer die heißt. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut. So, typischer Nachmittagssnack. Es gibt einen leckeren Riegel, beziehungsweise hier so eine zuckerfreie Waffel. So, heute flotti, flotti, flotti Abendessen. Einfach schnell eine grüne Bohnensuppe mit Würstchen. Die kommen da gleich noch rein. So süß wie du kann kein Karamellbonbon sein. So süß wie du
So weich wie du. Komm, wir schlafen Kopf an, Schwammkopf ein. Hier gibt's jetzt noch einen kleinen Abendsnack, High-Protein-Schokopudding. Guten Morgen. So, hier gibt es jetzt den Rest vom High-Protein-Schokopudding von gestern Abend. Den hatte ich ja noch als Nachtisch gegessen und offenbar habe ich doch irgendwie mehr als die halbe Packung gegessen. Von daher ist gar nicht mehr so viel da, aber egal. Dazu gefrorene Himbeeren, die gleich drin auftauen und Kokosraspeln. So, Punkt 12 Uhr und ein Riegel ist fällig. Ich glaube, ich muss da jetzt nichts weiter zu sagen. Ihr wisst schon, wo wir wieder bestellt haben. Diesmal nebst den Burger noch Chicken McNuggets dazu. Guten Morgen, es gibt mal wieder griechischen Joghurt mit Beeren und zuckerfreien Schokodrops, genau. Hallöchen, so, das gibt's jetzt zum Mittagessen. Zwei Scheiben Low Carb Knäcke und dieses Stück Käse hier. So, für mich gibt's jetzt am Nachmittag nochmal ein Ründchen lecker Apfelmus bzw. Apfelmark. Ist ja fast das gleiche, halt nur ohne zugesetzten Zucker. Hallihallo, ich habe mir hier ein paar Cashew-Kerne abgefüllt in so eine große Schale und da werde ich jetzt ein paar von snacken. Ich habe uns hier so einen fertig eingelegten Braten geholt. Den habe ich uns in den Ofen geschoben, Pommes dazu gemacht. Das war irgendwie so ein bisschen mit Barbecue, Glaze, Glasur, whatever. Hat auf jeden Fall ganz gut geschmeckt. Hello, guten Morgen. Das ist mein heutiges Frühstück. Sieht das nicht fancy aus? Das ist diese Ocean Bowl. Kann ich euch gleich mal die Verpackung zeigen. Die musste ich auch mal ausprobieren. Schmeckt auch ganz witzig. Wobei mir ein Tickchen zu minzig. Naja, ich habe es jetzt noch getoppt mit Erdbeeren, Kiwi und gerösteten Kokoschips. Das ist die übrigens, habe ich irgendwie die Tage beim Einkaufen gefunden und ich habe das auch beim einen oder anderen mal auf Instagram gesehen und ja, es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Sieht auf jeden Fall ja cool aus und schmecken tut es auch nicht schlecht. So zwischendurch finde ich, das kann man das mal machen. So, und das ist mein Mittagessen heute. Ein belegtes Brot, ein belegtes Brot mit Schinken. Es ist einfach ein Salamibrot und zwar jetzt nicht mit Butter oder Margarine, sondern mit Pfefferfrischkäse. Hallöchen, ihr Lieben, das gibt's heute zum Abendessen. Einen bunten One-Pot-Reis habe ich uns gemacht und dazu gibt es mehr Gässwürstchen. Das sind diese, ich glaube, Rind und Lamm ist da drin, die so sehr würzig sind. Genau, das lassen wir uns jetzt schmecken. So, ich esse jetzt noch eine Kiwi zum Nachtisch, womit bewiesen wäre, die Kiwis hängen tatsächlich am Baum. Oder was haben wir hier für einen Stoppen da oben? Guten Morgen, da ist sie wieder, die Kiwi-Frau. Ja, was soll ich sagen? Es gibt hier wieder griechischen Joghurt, 250 Gramm. Getoppt heute mit Sonnenblumenkernen, zuckerfreien weißen Schokodrops, einer Kiwi und Pistazienmus. So, zum Mittagessen gibt es für mich ein halbes Low-Carb-Röstzwiebel-Baguette, belegt mit Lachsschinken. So, hier seht ihr jetzt unser heutiges Abendessen. Da habe ich uns einen Lachs-Spinat-Gratin gemacht mit Schafskäse, einfach alles zusammengepackt und in den Ofen geschmissen und lecker. So, ihr Lieben, das war's mit dem Food Diary. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, auch wenn so lange nichts kam. Ich werde auf jeden Fall diese Woche wieder konsequent täglich auch mitfilmen und dann bekommt ihr nächste Woche wieder ein neues Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und munter und bis dann. Tschüss.